Leute, wir spielen Anno entspannt. Ganz entspannt. Willkommen bei Anno 1800. Beim Samstagabend-Ritual Woche gemeinsam beenden oder Wochenende einleiten mit einem tiefen, entspannten Stream mit Anno 1800 und mit einem Sonnenuntergang-Anblick vom allerfeinsten und süßesten. Wunderbar. Also hier Urlaub machen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Leute, ich habe gerade eine Idee. Urlaub machen. Wisst ihr, was wir mal machen könnten? Also auf der Insel, in der so wunderschöne Sonnenuntergänge sind, auf denen so wenig Industrie bislang ist. Wir könnten hier einen Besucherhafen hinsetzen. Und mal, damit ich euch auch mal zeigen kann, das hatten wir in diesem Let's Play noch gar nicht, wie man Geld scheffeln kann mit einem Besucherhafen. Und zwar, wie attraktiv ist die Insel? 298. Okay, also ein Besucherhafen könnte sich schon lohnen hier. Der hat einen monatlichen Unterhalt von irgendwas. Es sind im Augenblick keine Feierlichkeiten da. Aber die Zufriedenheitsstufe ist hoch. Wenn Feierlichkeiten kommt, dann hat man noch eine Stufe mehr. Insel, es gibt keine negativen Vorfälle. Keine Umweltverschmutzung bislang. Es gibt Unorte, Metzgereien und Schweinezucht mehr. Kultur gibt es noch gar nicht. Wir haben ein paar Ornamente gesetzt. Wir können noch ein paar mehr setzen. Wir könnten theoretisch noch ein Museum setzen und Zoo, aber das geht dann wiederum ins Geld. Das würde ich dann nicht machen. Aber wir können mal gucken, ob ein Sucherhafen mehr Geld einbringt, als er kostet. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja? Sollen wir das einmal machen? Im Chat schreibt gerade jemand, ob der Stream kaputt sei. Gibt es Probleme im Stream? Sieht mich... Also mir wird angezeigt, alles sei okay. Bei mir läuft Stream ohne Probleme, mein Video. Im Stream bei mir auch. Ich stream sogar auf Twitch hin und empfange das wiederum auch. Also ich gönne mir sogar diesen Luxus hier, alles okay. Dann ist das alles gut. Lass uns das mal probieren, ob ein Besucherhafen hier Profit bringt. Auf einer Insel, auf der wir nichts dafür ausgeben, damit der Besucherhafen besonders toll laufen würde. Einfach nur so. Einmal ausprobieren. Wo lassen wir die Besucher ankommen? Hier vorne. Am Fischereihafen. Dann laufen die ganze Insel lang bis hier oben hin. Oder wir machen ein extra Empfangskomitee hier vorne. Dann geht es darauf in die Insel. Ist das ein Abschnitt, der besonders hübsch wäre? Nö, ne? Hier vorne wollten wir den Ölhafen hinsetzen. Oder hier vorne, nicht den Besucherhafen hin, hier rein. Ein paar Attraktionen müssen wir dem schon bauen. Ein Jahrmarkt, einen kleinen oder so. Oder wir machen das nicht in Ponyhof, sondern in Katzenwurf. Wie hoch ist die Attraktivität hier? Ja, auch nicht viel Dollar hier. Eher ganz im Gegenteil. Und auf unserer Hauptinsel, wie ist es, hier? Auf Feier. Gibt es eine halbwegs große Insel ohne Öl? Die können wir nehmen. Hier werden wir niemals Öl hinsetzen und damit niemals ein industrielles Zentrum machen. Hier ein Konto hin, nur für Touristen, Nepp und Schlepp. Die sieht auch hübsch aus, hat viele Wasserfälle. Albert Einhorn schreibt, WB will eine Ausrede haben fürs planlose Schönbauen. Sommerfrischler, die auf den Feldern arbeiten, wünscht sich Skeletor. Gucken, was der Reporter uns sagt. Ja, das ist da okay. Wir können noch einen Ticken... Also Glück und Licht ist gut, aber doppelt. Also zweimal Headlines mit Glück und Licht, das ist handwerklich nicht ganz so cool. Dann gehen wir einmal rüber mit Propagandaknappheit. Diese Änderung ist eine fabelhaft. So. Ach komm, wir denken nicht so groß. Wir haben zu viele offene Pläne. Ich denke mal klein. Dann setze einfach auf die Insel, die es schon gibt, den Aponyhof, an den Leuchtturm. Das ist doch zauberhaft. An den Leuchtturm setzen wir noch einen Besucherhafen hin. Und gucken mal, ob ein Besucherhafen uns hier schon Plus bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. 400 Gold Unterhalt. Das muss auch erstmal reingespielt werden wieder.
Wir können ihn nicht setzen, weil... Was fehlt hier? Gar nichts. Wir haben alle Güter da. Warum soll das denn nicht gehen? Habe ich im Blaupausenmodus an? Achso. Bin ich total gespannt, ob das klappt. Es fehlt uns Bauwarnung, fehlende Ausbaukosten. Was fehlt denn? Ach, wir haben zu wenig Steine, alles klar. Rot auf Rot, den Warnen weiß. Rot auf roten Ziegeln habe ich übersehen. Dann müssen wir einen Moment warten. Eine Lehmgrube ist doch hier benutzt. Ne, beide Lehmgruben werden nicht benutzt. Dann müssen wir erstmal ein Schiffchen was hinbringen lassen. Die Abenteuer ist in Katzenwurf. Die macht sich mal randvoll, bitte mit weiteren Baumaterialien. Und bringt alles einmal hier hin. Dann ist doch alles wieder gut. Und dann bauen wir den mal aus und gucken, ob sich sowas trägt. Ja? Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Bürger haben auch alles, was sie brauchen, weiterhin. Top, läuft bestens. So, da warten wir einen Moment ab, bis das Schiff angekommen ist. Und in der Zwischenzeit können wir auch schon mal die Brillenfabrik hinsetzen nach Bull's Haven. Denn mittlerweile sollte man im Lager sowohl Kupfer als auch Zink vorrätig haben. Ja, 186 Tonnen Kupfer da und 241 Tonnen Zink. Ist Glas da? Randvoll mit Glas sind wir ja auch. Wir könnten sogar ein bisschen was verkaufen. Randvoll. Erste Brillenfabrik wird gebaut. Wofür? Für die Herrschaften, die hier leben. Die hier vorne leben. In den Ingenieurshäusern. Die brauchen als nächstes Brillen. Dann ziehen hier noch mehr Ingenieure rein und Ingenieurinnen. Eine Brillenfabrik. Ist die Frage, wohin? Oh, teuer im Unterhalt. 1000 Unterhalt. Das muss sich echt lohnen, Leute. Ja, ein Plus von 7.000 oder 8.000 minütlich. 1000 Ocken Unterhalt. Hier wurde zu Beginn des Streams gefragt, WB. Ich mache immer miese, wenn es ab den Ingenieuren. Das ist ein Grund dafür. Das muss sich auch echt lohnen. Also ab da wird man gefordert und... Na, also das muss auch reingespielt werden hier. Wo setzen wir die hin? Da, wo wir nachher auch Strom haben werden. Wo ist das Öl? Hier vorne. Hier werden wir wahrscheinlich Strom hinschließen. Setzen wir mal, wir werden ganz viel umbauen nachher hier. Einmal hier hin. Hier vorne passt sie perfekt rein. Sehr gut. Klasse. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt kommen alle Produkte hingeliefert, ob das passt von den von der Produktion. Ach, wir haben die Messinghütte haben wir noch nicht hingesetzt. Die muss auch noch dazu kommen. Das Zwischenprodukt.
Eine Messinghütte läuft eine Minute lang durch, eine Brillenfabrik 1,30. Messinghütte kostet auch 250 Unterhalt. Also eigentlich bräuchten wir immer auf zwei Messinghütten drei Brillenfabriken, damit es perfekt läuft. Glashütten laufen auch. Jetzt schauen wir uns mal an, ob wir, wenn alles läuft, genug Brillen herstellen für ganz Bullshaven. Oh, unfassbar. Riesige Überschussproduktion. Wenn wir nachher ordentlich was verticken. Ich stelle schon mal ein im großen Kontor. Im großen Kontor stelle ich schon mal ein, dass wir die Brillen irgendwann verkaufen werden, automatisch hier. Das sind die Grenzen für den automatischen Verkauf. Lagerkapazität wurde gerade erhöht. Die Grenzen steigen mit. Alles klar. Also es ist ein teurer Spaß. Jetzt werden auch mehr Ingenieure hier einziehen, aber alleine dadurch, dass die Häuser dann auch ausgebaut werden, wird es nicht reichen. Ich finde, wir sollten dann auch hier, gleich kommt auch Kaffee, wir sollten auch noch mehr Handwerkerhäuser aufleveln, damit hier die Infrastruktur auch wirklich genutzt wird. Die vielen Brillen sollen auch verkauft werden hier. Geht mal mehrere Bevölkerungsgruppen rauf und verbessern hier ein bisschen einmal quer durch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hauptstadt, neuer Status hier. Wir wurden einander noch nicht vorgestellt, oder? Ich bin eine Touristin. Die erste Touristin, der Besucherhafen läuft. Zauberhaft. Ich bin total begeistert. Wir gehen gleich mal gucken. Wie schön Sie es hier haben. Es könnte ein begehrtes Reiseziel für Leute wie mich werden. Aber zuerst sollten Sie Ihren Besucherhafen ausbauen. Er ist etwas zu trist, um Touristen anzulocken. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, ob es klappt. Ob wir jetzt schon einen Plus machen damit. Wir müssen nachher schauen gehen, wie das mit der Versorgung der Bevölkerung ist, aber vorher einen Blick auf Ponyhof und auf unseren Besucherhafen. Macht er jetzt schon ein Plus, ohne dass wir irgendwas investiert haben, außer dem Hafen selber? Da ist er. Ach, wir haben ihn gesetzt, aber noch gar nicht platt. Ach, der ist ja noch gar nicht ausgebaut. Und schon kommen Touristen, ich bin begeistert. Wir haben ihn noch gar nicht gebaut und schon klappt's. Aber jetzt und? Demnächst wimmelt es hier von uns. Sehr schön. Erster Besucherhafen. Und jetzt ist die Frage. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Tendenz der Besucher, die kommen, ob es einen Plus gibt für uns. Tendenz, es kommen 295 Besucher. Wir geben 400 Ocken aus für den. Ich weiß nicht, wie jetzt die Formel ist. Also, wir müssen mal ein bisschen abwarten. Straßenanschluss brauchen wir auch noch. Braucht er einen Straßenanschluss? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt nötig ist hier. Von mir aus freigegeben. Cool. Jetzt ist freigeschaltet, dass wir Öl uns an Land holen können. Elektrizität können wir uns holen und damit gäbe es die Möglichkeit, auch den DLC zu nutzen, die Erweiterung, durch die wir industrialisierte Landwirtschaft machen können. Und auch spielen diese Meldung hier an. Auf dem ganzen Globus brummen auf den Farmen die Motoren der gemeinsamen Schöpfung von Landwirten und Ingenieuren, der Traktoren. Was können diese motorisierten Ungetüme für unsere Wirtschaft tun? Wir gehen davon aus, dass Writing Bull wieder einmal voranpflügen wird.
und viele andere folgen werden. Ist total nett formuliert. Sehr witzig. Gibt es vielleicht einen Weg, meine Theorie anzuwenden? Ja, wir werden auf jeden Fall Traktoren benutzen, weil dafür brauchen wir erstmal Öl, einen Schritt nach dem anderen, bitte. Also, gleich kommt der. Wie viel Geld bekommen wir hier wohl dann demnächst? Nee, den bauen wir nicht aus. Touristen, das ist. Da brauchen wir noch eine viel größere Infrastruktur. Das machen wir nicht. Bin mal gespannt. Also, erstmal kostet der uns nur Geld hier. Wir werfen, bevor wir bei der Expedition weitergehen, mal einen Blick hier drauf. Wir hatten ja hier Bullshaven ordentlich ausgebaut. Ob die Leute noch genug zu futtern haben. Fische okay, Schnaps okay, Arbeitskleidung, Wurst, Brot, Seife, Bier, Konservendosen, nein, Nähmaschinen, nein. Rum wird geliefert, Pelzmäntel, Brillen, Räder, Hochräder sind noch nicht in der Produktion. Also wir müssen nachbessern bei Fleischkonserven. Und bei Nähmaschinen. Fleischkonserven und Nähmaschinen. Wir haben eine Nähmaschinenfabrik bislang. Da ist die Treibstoffkette. Wir können Traktor. Ja, Leute, dann lass uns das machen. Jetzt kommt Elektrizität, ihr Lieben. Damit verändern wir die Welt. Dieser Spielstand war Anno entspannt. Unsere Spielwelt wird nie mehr so sein wie früher. Sobald im Ernst, ohne Scheiß. Sobald ich angefangen habe, hier Öl zu fördern mit euch gemeinsam und dann Traktorscheunen einzurichten, Tankhöfe und so weiter. Das wird das nicht nur das Wirtschaftssystem umkrempeln. Es wird auch dafür sorgen, dass die Inseln anders aussehen. Anders und auch hässlicher. Aber wir machen das. Alles beginnt mit einer Ölraffinerie hier. Die setzen wir hier vorne hin. Fünfe. Ach komm, das sieht so aus, als ob irgendjemand mit cooler Planung genau richtig alles gemacht hat. Hier kommt's hin. Wir müssen nachher noch eine Eisenbahn daran bauen. Deshalb wird das Ganze gleich ein bisschen kompliziert. Wir müssen ein bisschen umplanen, aber im Prinzip geht's. Hier kommt die Eisenbahn hin. Und dieser, da gibt es eine Einfahrt und die Einfahrt ist unten. Und wir machen mal die Einfahrt nach rechts. Wir drehen einmal. Genau. Alle fünf drin, ne? Ja. Da steht sie. Jetzt müssen wir unsere Bahn brechen hier mit der Eisenbahnlinie, die wird hier durchgezogen. Das heißt, wir müssen ein bisschen was kaputt machen hier. Bitte nicht erschrecken. Jetzt müssen wir ein paar Felder gleich umbauen. Das machen wir nachher. Ziehen jetzt erstmal alles hier runter. Hyperstrikey, danke dir fürs erste Abo. Willkommen hier. Bitte Blumen für Hyperstrikey. Hier geht's runter. Und Pro-Gamer, ich bin keiner, empfehlen immer bei Anno 1800, man sollte die möglichst gerade machen, die Strecken, möglichst lange, weil die Eisenbahnen, die Züge dann schneller unterwegs sie wären, je weniger Kurven man hätte. Ich habe es noch nicht überprüft, aber ich glaube den Leuten mal. Und was immer cool ist, sind in der Regel auch Doppelverbindungen. Die können wir uns auch leisten, weil die dann halt rauf und runter in Doppelgleisen fahren können zum Beispiel. Das können wir auch machen. Hier habe ich nämlich Platz gelassen für ein Doppelgleis. Also einmal geht es hier hin. Funktioniert. So ist doof. Wohin die Gleise führen? Die führen zum Ölhafen. Also Öl muss immer, kann nicht direkt zu den Bürgern gebracht werden, sondern zentral ist immer erstmal ein Ölhafen. Den setzen wir dann hier unten hin.
Da habe ich ein bisschen Platz für gelassen und da führen alle Schienen hin. Und das Öl wird dann von den Ölbohrtürmen hingebracht zum Ölhafen, von dem dann verteilt, zum einen zu den Ölkraftwerken, die die Elektrizität zur Verfügung stellen, für die oberen Bevölkerungsgruppen der Wohngebiete und das geht auch für diejenigen unserer Fabriken, die durch Elektrizität einen Produktionsbonus von 100% erhalten. Also erstmal hin zum Ölhafen und von dort dann wieder weiter verteilen. Einmal hier hin. Ja, es geht auch Kreisverkehr statt Doppelgleise, aber ich mache mal so. Jetzt müssen wir hier leider ein bisschen was abreißen. Hier geht's hoch. Wir wollen wieder mit möglichst wenig Kurven arbeiten. Ganz schön knifflig im Moment. Das bauen wir nachher in schön um. Das kommt hier hin. Dann hier runter. Achtung, Doppelgleise. Das wird die innere Strecke gleich. Können auch Straßen überqueren, das geht natürlich auch. Wir können Folgendes machen. Die packen wir nachher wieder um. Zu Recht, meiner Meinung nach, absolut zu Recht. Das ist besser, kein Schnee. Bauen wir nachher um. Ja. Jetzt geht's hier die Straße lang. Rauf. Und zwar bis. Das ist die äußere Strecke. Das ist die innere Strecke. Also bis hierhin, hier hoch. Was auch sinnvoll ist, das oft in so Teilabstrecke zu unterteilen, also nachher nur so Verbindungsstücken an ein paar Stellen zu setzen, damit die, wenn Teilabschnitte geblockt sind, dann woanders langfahren können. Das macht die KI auch. Die macht das nicht genial, aber sie macht's. So. Jetzt hier lang. Hier vorne hin. Hier hoch. Das Emporium Exotik. Dir ist einmal, geworden. Zweimal, jetzt haben wir die Doppelverbindung. Führt ihr unten hin. Jetzt machen wir noch die Verbindungsstückchen zwischendurch. Gerne auch öfters, zum Beispiel einmal hier so. Hier noch einmal. Das reicht vielleicht sogar schon. Hier ist ein sehr großes Stück. Geht das hier? So, ist das hier passiert? Oh oh. Oh oh, was ist denn das für ein Fehler? Oh Gott, es passiert mal wieder. WB kriegt jedes Spiel kaputt. Es ist mal wieder passiert. Es passiert regelmäßig, egal was wir spielen. WB bekommt jedes Spiel klein. Jedes.
absolut jedes, Leute. Es ist mal wieder passiert. Bei jedem Spiel irgendwann der Moment, dass ich mir irgendwas ausdenke, irgendeine Art, wie man das Spiel auch spielen könnte, dass die Entwickler nicht gedacht haben, da passiert so ein Scheiß echt. WoW kriegt jedes Spiel klein. Ich frage mich oft, warum es überhaupt immer, wir haben ja so oft Entwicklergäste hier, die die Publisher oder die Studios vorbeischicken. Wäre ich die, ich würde nicht vorbeikommen. Ich krieg jedes Spiel klein, Leute, echt. Jedes einzelne. Was mache ich denn jetzt, Mama? Was machen wir denn jetzt? Ja, wir holen uns ein Autosave. Anders geht's ja nicht.